Kicken gegen die Kilos. Zweimal die Woche trainieren die Kilo-Kickers zusammen. Eine Fußballmannschaft nur für Übergewichtige. Und die Resonanz darauf ist riesig. Mit so viel positivem Feedback hatte Oliver Kraus bei der Gründung Anfang Juli wohl nicht gerechnet. Ich will einfach nur zeigen damit, dass es geht, dass man auch gemeinsam sich bewegen kann mit diesen Problemen, die wir haben an Gewicht, auch an unseren Kleinigkeiten, an denen wir rumkränkeln. Das sind natürlich nicht nur das Übergewicht, das sind auch die Begleiterscheinungen, die wir haben und dass wir das in der Gruppe schaffen können. Ja, einfach wieder von der Couch hochzukommen und dann einfach selber wieder was zu tun. Und das in so einer Gruppe, wo man sich nicht ausgeschlossen fühlt und wo man sich auch wohlfühlt, wo Gleichgesinnte sind. Ich weiß, wie man abnimmt, ich weiß, wie man trainiert, aber alleine hat man noch jede Menge Entschuldigungen und Ausreden, um eben nicht zu trainieren. Und hier habe ich eine Verabredung mit der Gruppe, muss hingehen, kann mich bewegen mit Spaß und das ist das Tolle. Wir sind alle wegen dem gleichen Problem hier und man ist einfach man selbst und man muss sich hier nicht verstellen. Natürlich, unser Ziel ist es, langfristig oder mittelfristig gesehen, damit jetzt auch abzunehmen. Das wird jetzt der nächste Step sein, dass wir auch Ernährungsberatung mitmachen, dass wir uns als Gruppe da zusammenschließen und das aktiv gemeinsam machen und dass wir dann auch in ein paar Monaten Erfolge feiern. Also mitmachen ist so von Alter her 30 bis 55, Männer wie Frauen. Gewicht sollte schon entweder Adipositas sein, also Fettsucht, oder ich sag mal so mindestens 25, 30 Kilo zu viel. Damit wir alle so einen ähnlichen Level haben und auch, wo man weiß, auch das gehört zusammen. Eigentlich sind die Kilo-Kickers schon über 30 Fußballbegeisterte. Und ihr einziger Gegner ist momentan noch das Gewicht. Sie würden sich wünschen, dass sich noch mehr gewichtige Gruppen in Schleswig-Holstein bilden. Und dann könnte man vielleicht auch mal gegeneinander spielen. Kilo-Kickers!